So, damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic. Wir haben Live-Let's Play mit unserem neuen Söldner. War hier richtig? Werde ich erstmal ein bisschen überprüfen hier. So. Sind wir tatsächlich in Season 4 mittlerweile? So. Wie gesagt, ich bin aktuell immer mal vielleicht noch mal so ein bisschen als Information nebenbei, warum vielleicht momentan so ein bisschen die... Oh, wieso? Achso, wir haben... Ernsthaft, da haben wir so viel Leben verloren durch das Level-Up gerade? Dadurch, dass vielleicht die ein oder anderen Star Wars-Folgen nicht jeden Tag kommen, dass immer mal ein Tag vielleicht Zeit zwischen ist. Das liegt zum Teil momentan so ein bisschen daran, dass ich... ältere Videos momentan noch mal so ein bisschen überarbeiten, ne? Also noch mal neue Thumbnails noch mal nachbastle und einfüge. Alles noch mal so ein bisschen aufpoliere quasi, was schon was die Anfangszeit angeht. Damit alles einen gewissen Standard bei uns so ein bisschen entspricht. Das ist mir eigentlich ganz wichtig. So. Damit alles nachher irgendwo zumindest schon mal eine gewisse Qualität hat. Denn zwischen den ersten Videos und vor allen Dingen der ersten Staffel mit unserer Sith-Hexe und die neuen Folgen, also sprich diese Folgen gerade hier, liegen halt alleine schon technisch gefühlt Galaxien dazwischen, ne? Dementsprechend gucke ich immer mal, dass ich ein bisschen einen gewissen Standard zwischen beiden so ein bisschen wiederherstellen kann. Ah, okay. So. Bist du gut reingekommen ins Jahr eigentlich? Wie gesagt, wir haben uns ja noch nicht gesehen wieder. Ich hoffe, du hast bisher einen guten Start gehabt. Kann man ja mal nachfragen. Vor allen Dingen immer so die wichtige Frage. Hast du deine Vorsätze eingehalten bisher? Oder besser gefragt, bist du jemand, der sich Vorsätze macht? Bei den meisten hat sich ja mittlerweile so ein bisschen eingepegelt, dass sie sich keine Vorsätze mehr machen. Da die meisten die sowieso nicht einhalten. Ah, sehr schön. Ja, bei mir tatsächlich auch einigermaßen. Alles ein bisschen holprig, ein bisschen stressig gewesen, der Jahresanfang. Aber traurigerweise, logischerweise so ein bisschen immer noch positiver zu sehen, als der Stand jetzt aktuell. Ne? Wie gesagt, durch die Quarantäne gerade so ein bisschen. Ist man halt so ein bisschen eingeschränkt. Ne? Kannst halt nicht viel machen. Ist halt wirklich zu Hause so ein bisschen gebunden aktuell gerade. Hat zwar, wie gesagt, auch so ein bisschen seine Vorteile, weil ich halt, wie gesagt, dadurch ein bisschen mehr Zeit habe, mich auf das ein oder andere YouTube-Projekt ein bisschen zu konzentrieren. Aber, ja. Ist ein bisschen ungewohnt, wenn du quasi den ganzen Tag zu Hause verbringen musst und dann nicht mal irgendwo, keine Ahnung, Kino gehen kannst oder so. Das ist ein komisches Gefühl irgendwie. Das Gruselige ist ja, dass sie heute in der Pressekonferenz gesagt haben, dass der, dass die ganze Aktion mit dem Virus bis zu 2 Jahre dauern kann. Also der ein oder andere, der vielleicht leichtgläubig war, dass das in 1-2 Monaten schon wieder erledigt ist. Das wird eine ganze Weile noch dauern, bis sich das wieder eingepegelt hat. Das ist eigentlich ziemlich heftig. So, da haben wir noch eine Plünderkiste. Ne? Schnappen wir uns die natürlich zuerst. Ne? Gut, wollen wir natürlich nicht liegen lassen. So. Wie sieht das bei euch aus, Manolito? Habt ihr schon irgendwas gemerkt bei euch großartig an öffentlichen Einschränkungen? Ich meine, es ist ja offiziell, glaube ich, erst seit heute oder seit gestern, aber
Wenn ich so bei mir im Ort gucke, da habe ich das auch schon mindestens eine Woche oder zwei Wochen vorher gemerkt, dass sich da was anbahnt. So die typischen Reaktionen der Leute gleich mit Angstkäufen, ne? Haben sich gleich alle mit Konserven und so eingedeckt, wo du gedacht hast, der dritte Weltkrieg ist ausgebrochen, so nach dem Motto. War ja unglaublich, wie die Leute sich hier mit Konserven und anderem Kram eingedeckt haben. So, ist das ein Business-Objekt? Ah, ist ein Business-Objekt. Ja, das habe ich tatsächlich auch gemerkt. Also, ich war gestern nochmal, ironischerweise, gestern nochmal unterwegs, hab mein Auto nochmal auf Vordermann gebracht, nochmal gewaschen, nochmal gewachst und so. Für die kommenden Wetterumstellungen. Er war halt auch klingelleer auf den Straßen. Das ist echt. Ist schon gruselig irgendwie. Voll Déjà-vu-Erlebnis mit Han Solo gerade, ne? Was ist hier los? Wer seid ihr? Warum kann ich nichts sehen? Wenn ihr zu Fatras Schlägern gehört, dann schwör ich. Er schwört, was schwört er? Dass er anfängt zu weinen? Burnock hat mich angeheuert, um euch zu befreien. Burnock, dieser Idiot. Ich hab ihm gesagt, er soll seinen Hals nicht für mich riskieren. Haut ab, ich kann auf mich alleine aufpassen. Wenn ich nur was sehen könnte. Kann jemand mal das Licht einschalten? Ich würde besser tun, was ich verlange. Was? Hör zu, ich muss nicht? Vergesst es. Es tut mir leid. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Ich war mir nicht sicher, ob ich euch vertrauen kann. Hör zu, ich bin hergekommen, um ein Versteck zu plündern, das Fatra hier haben soll. Ich habe den Schlüssel dazu gefunden, aber als ich ihn mir nahm, wurde ich eingefroren. Nehmt den Schlüssel und die Beute als Belohnung dafür, dass ihr mir das Leben gerettet habt. Ich kontaktiere jetzt jedenfalls meinen Freund Burnock. Ich denke, es wird sicher sein, hier auf ihn zu warten, damit er mir raushilft. Burnock sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber er ist verlässlich. Außerdem scheint ihr den Palast schon halbwegs geleert zu haben. Wie dem auch sei, nochmals danke. Vielleicht sehe ich euch in Jiguna oder bei Nemro. Bei einigen halbwegs geräumt, ne? Wow, ernsthaft? Der Dialog ging so lange, dass wir in den Respawn reingekommen sind. Wow. Das ist schon ein bisschen mad. Ja, aber es ist tatsächlich schon ziemlich gruselig, dass die... dass sich das alles so bemerkbar macht. Ne? Hätte man so nicht gedacht. Man muss aber auch staunen, wie unvernünftig die Leute sind. Ne? Also wenn man mal so sieht, wie ignorant manche Leute sind und quasi sich weiter so verhalten, wie als ob nichts wäre und damit andere Leute in Gefahr bringen. Schon ein bisschen heftig. Was ich auch nicht verstehen kann, dass es immer noch Leute sind, die so dämlich sind und die jetzt immer noch in den Urlaub fliegen, ne? Und sich dann wundern, dass sie Schwierigkeiten haben, wieder zurückzukommen. Also ganz ehrlich, aber wenn ich irgendwie zuständig wäre, hier, also sprich Außenminister oder so wäre, ich würde die Leute nicht mehr einreisen lassen. Also wer trotz Quarantänebestimmungen so immer noch jetzt in den Urlaub fliegt, den würde ich nicht mehr reinlassen ins Land. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Richtig schön ignorant, diese Leute. Klar, Urlaub ist momentan so günstig wie noch nie, ne? Weil halt kaum mehr Reisen unterwegs sind, also sprich Touristen, aber wie gesagt, die machen quasi Urlaub auf Kosten der Gesundheit von ihren Mitmenschen. Finde ich eigentlich nicht so geil.
Finde ich eigentlich nicht so cool, muss ich gestehen. Ja, dann können wir. Dann können wir uns die Kiste schnappen. Wir waren eh zuerst da. Ah. Ich dürfte eh gleich respawnen. Kehre zu Bornark zurück. Ah, dann können wir uns, glaube ich, raus teleportieren, ne? Hier dürfte ja eigentlich. Müsste ja eigentlich nichts mehr sein, groß. So. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, wir können uns raus teleportieren. Aber da zeigt sich so wieder richtig schön die deutsche Gesellschaft, ne? Schön Ellbogengesellschaft. Jeder denkt nur an sich selbst. Echt traurig. Müsste man denken, dass gerade in der jetzigen Zeit die Leute mal ein bisschen vernünftiger sind. So. Hätte man rein theoretisch sogar noch mal nach dem Rare Elite gucken können, aber ich denke mal. Da wir eh fast durch sind hier auf dem Planeten, braucht man das, glaube ich, gar nicht mehr. Wenn ihr was seht, was euch gefällt, gebt mir ein Zeichen. Ich würde mal interessieren. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Wie viele Eltern trotz Hinweis oder trotz Anweisung der Bundesregierung die Leute ihre Kinder trotzdem zu den Großeltern bringen. Na sieh mal einer an, wer da ist. Ihr habt doch meinen Freund Oren gerettet. Mhm. Ohne euch würde der Mann noch immer in Fatras Trophäenzimmer hängen. Er hat ein paar Kratzer abbekommen, aber es geht ihm schon ganz gut. Ja, wir sind ehrlich, ne? Die Belohnung klang verlockend. Nun, ich weiß es zu schätzen. Hier sind eure Credits. Und ich sag euch was, sobald Oren wieder richtig sehen kann, geben wir euch einen aus. Mehr als einen. Will ich auch hoffen. Ja, schon haben wir die Quest nämlich auch durch. Wir haben 500 Einfluss für Marco gerade bekommen. Das ist gar nicht mal so wenig. So. Dürfte die gleiche sein? Aber zumindest der Hauptblaster ist schon mal besser. Gibt es garantiert welche. Die Leute sind so. Ich meine, klar, es ist keine einfachere Situation, ne? Gerade wenn du vielleicht arbeitstechnisch nicht anders kannst und du darauf angewiesen bist, deine Kinder irgendwo anders unterzubringen, aber gerade wenn ich wüsste, dass die Großeltern in die Alterskategorie fallen, wo man eine Gefahrenkategorie ist, ne? Wüsste ich nicht, ob ich die Gefahr dann in Kauf nehme und meine Kinder quasi bei den Großeltern ablade. Das ist halt immer so schwierig einzuschätzen. Schwierig. So. Guck mal. Tja. Ist erschreckend, dass so ein biologischer Einfluss auch in der heutigen modernen Zeit uns als Menschen noch so beeinflussen kann. Das hätte, glaube ich, auch keiner gedacht, dass es mal wieder eine biologische Bedrohung gibt, die gesamte Welt beeinflusst. Ist schon ziemlich heftig. So. Money time. Nun gut, Nemo. Wenn der Trandoshaner zurückkehrt, werde ich... Ah, ich sehe, dass wir einen Neuzugang haben. Das ist der Typ mit der Knochenmaske, der mir gefolgt ist. Schnappt ihn euch! Die Batu Batu. Jäger, erlaubt mir, mich zu entschuldigen, dass ich eure junge Freundin erschreckt habe. Das geht hoffentlich schnell. Ich bin Grata. Mir wird die Ehre zuteil, die große Jagd zu repräsentieren. Ich habe mögliche Regelübertretungen eines Tarot-Blatt untersucht.
Ja, wir werden mal wieder Marco konsultieren, ne? Glaubst du irgendwas davon? Ja, das klingt logisch. Nur verdammtes Pech, dass er Taro Blood nicht auf frischer Tat ertappt hat. Ich habe mir euer Überwachungsholo angesehen und den Mord eurer Kameraden durch Taros Leute gesehen. Wenn es auch ehrlos war, hat der Angriff nicht im engeren Sinn gegen die Regeln verstoßen. Hm. Solange Taro nicht einen anderen Teilnehmer angreift, kann er nicht bestraft werden. Nichts wird mich von meiner Rache abhalten. Wie Rache? Aber ihr solltet wissen, dass Taro durch dieselben Wettkampfregeln geschützt ist wie ihr. Ich werde Taro Blatts Aktivitäten weiterhin genau beobachten. Wenn er die Regeln der großen Jagd bricht, wird er dafür bezahlen. Ich bin noch hier, um dem Tandoshana Rarsk Anweisungen für die große Jagd zu geben. Hm. Anscheinend ist das nicht mehr nötig. Nee, nicht wirklich. Was ihr Rarsk sagen wolltet, könnt ihr stattdessen nun mir sagen. Wie ihr wünscht. In der Tat. Ihr habt euch der großen Jagd als würdig erwiesen. Aber der Wettkampf fängt gerade erst an. Von hier aus müsst ihr nach Dom und Kaas, der imperialen Hauptwelt. Hier sind eure Fährentickets. Ich wünschte, Brayden könnte das sehen. Wenigstens werden wir jetzt seinen Mörder bezahlen lassen. Die ist aber auch klein und zierlich irgendwie, ne? Taro Blood wird bekommen, was er verdient. Das ist ein Versprechen. Ihr seid einsame Spitze. Wenn ihr auf Dom und Kaas ankommt, sucht den Jagdmeister in der mandalorianischen Enklave auf. Er wird alle eure Fragen zur großen Jagd beantworten. Ich gehe davon aus, dass wir uns noch sehen. Darauf könnt ihr euch verlassen, Jäger. Ihr und ich, wir sind noch nicht fertig, Hutte. Ich komme wieder. Gute Jagd. I'll be back. So, jetzt müssen wir tatsächlich mal gucken, was wir hier für Anpassungen für Marco bekommen. Was haben wir denn da so? Wäre eine Möglichkeit. Wäre auch eine Möglichkeit. Mich stören tatsächlich so ein bisschen die Implantate, muss ich gestehen. Ich glaube, ich werde mal das nehmen. So, rüsten wir das mal aus. Nehmen wir mal die Anpassung. Letztes Mal hatte ich nämlich, glaube ich, die mit den roten Haaren genommen. Also sprich mit den rotbraunen Haaren, so rum. Es ist aber auch ein Unterschied, ne? Erstmal sind wir deutlich größer. Und hinter uns könnten sich drei Markus verstecken. So breit sind wir vom Rücken her. Ist schon heftig. Achso, das ist draußen, glaube ich, ne? So, können wir tatsächlich sogar schon anfangen, weitere Begleitergeschenke zu sammeln. Müssen wir unsere kleine Marco direkt mal ein bisschen auf Vordermann bringen, ne? So. Oh. Ah, das ist ja auch kurios. Scheint gar nicht mal angezeigt zu werden, dass die Items besser sind hier, ne? Oh. Können wir mit Marco tatsächlich direkt das erste Gespräch führen? Machen wir mal ganz kurz noch. Bin ich mal gespannt. Wegen der ganzen große Jagdgeschichte. Danke. Es würde Brayden eine Menge bedeuten, dass ihr dabei geblieben seid. Dann wollen wir mal beginnen, ne? Ich mache das mehr für dich als für ihn. Das ist lieb auf eine total dreiste Lügeweise. Die große Jagd war Braydens Traum. Er hat jahrelang darüber geredet. Der Tag, an dem er mir sagte, dass er euch gefunden hatte, ihr hättet ihn sehen sollen. Er grinste und lachte so viel, dass ich dachte, sein Gesicht würde zerreißen. Hm.
Man bekommt nicht jeden Tag die Chance, an der großen Jagd teilzunehmen. Diese Sache zu gewinnen, hätte ihm mehr bedeutet als Rache. Nun, ich werde nicht noch einmal Danke sagen, weil ihr schon verstanden habt, worum es geht. Machen wir weiter. Schon ein bisschen dreist, dass manche Leute hier einfach mal so im, offenen Chat hier einfach ihre Freundeslinks reindrücken. Ist schon ein bisschen dezent dreist. So, dann werden wir uns draußen mal noch die Modifikation angucken. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich an der Twilight-Tänzerin vorbeilaufen bin, ohne mir das anzugucken. Ich werde alt. Ist das erste Anzeichen dafür, dass man alt wird, ne? Wenn man kein Auge mehr für hübsche Frauen hat. So. Was sagt unser Levelbereich? 12. Gut, also 3 Level brauchen wir, glaube ich, noch bis zum, bis wir das Mount wieder benutzen können. Und noch ein klein bisschen Spielraum. So, dann gehen wir mal zur Werkbank. Und uns von hier aus nämlich schon wegbewegen. Okay. Ach, das war's schon. Gut. So, würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle nochmal kurz ein Folgenpäuschen. Wir sind schon jetzt bei 22 Minuten gleich. Nächste Folge werden wir dann die Fähre nach Drum und Kars nehmen. Wir werden mal die Black Talon dann noch mit auf dem Weg dahin nehmen. Ne? Also sprich, nächste Folge werden wir dann mal den ersten Flashpoint betreten hier mit dem Söldner. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen hinterlassen. Ne? Wenn ihr mir natürlich mögt, auch gerne ein Abo. Unterstützt mich ein bisschen auf dem Kanal und ihr verpasst keinen Content mehr. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.